بشكر الشيخ على الخطبة الجميلة بتاعت النهاردة. Wir bedanken uns herzlich für die heutigen wertvolle Khutbe. Und طبعا كلكم بسم الله ما شاء الله انا شايف شباب كتير وده طبعا حاجه كويسه جدا für die Jugendliche. Das ist sehr gut, dass die Jugendliche immer in die Moschee reinkommen. طبعا بنشكر الشيخ مره ثانيه ونتمنى طبعا ان الزياره بتاعته تتكرر اكثر واكثر، واحنا دايما موجودين وفي اي وقت الشيخ مرحب به دايما ان هو يكون موجود معانا. فبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارضى عنا وعنهم أجمعين، اللهم آمين. Erstmal vielen Dank auch der Moschee, dass sie uns eine Plattform geben, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen mit Gebeten und mit Gemeinschaft, und dass uns eine Plattform geben, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen kann, was leider heutzutage nicht selbstverständlich ist, was auch nicht viele Moscheen machen. Und dann, wir bedanken uns natürlich bei allen Leuten, die gekommen sind und die inshallah um Allahs Willen angereist sind oder angefahren sind oder angelaufen sind oder wie auch immer. Und wir reden inshallah heute über einige Aspekte, die mit dem Wissen, mit dem islamischen Wissen zusammenhängen. Hier haben wir erstmal eine wichtige Sache, und zwar wie die Gelehrten sagen, das, was die Menschen und die Tiere unterscheidet, ist was? Ist das Wissen. Ja? Denn die Tiere, was haben die? Die haben nur einen Instinkt. Aber die haben nicht das Wissen, die können nicht das so sprechen, wie wir solche Taten machen, wie wir und so weiter. Selbst wenn wir sagen, man kann denen einige Dinge antrainieren, aber sie haben natürlich nicht das Wissen wie ein Mensch. Und wir sagen, dass die Gelehrten, wie zum Beispiel Imam Ahmed, rahimahullah, gesagt hat, dass das Wissen für den Menschen wichtiger ist als das Essen und das Trinken. Warum? Weil das Essen und das Trinken braucht man am Tag dreimal, viermal, fünfmal, wie auch immer. Aber das Wissen braucht man in jeder Lebenslage. Ja? Um richtig zu atmen, braucht man das Wissen. Um laufen zu können, braucht man das Wissen. Um Töne aus seinem Mund rauszubringen, braucht man das Wissen. Ja? Das heißt, das Wissen braucht man für jede Sache. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, dass er die Leute des Wissens um Rangstufen erhöht hat. Ja? Das heißt, diese Leute haben bei Allah subhanahu wa ta'ala einen gewissen Platz und eine gewisse Rangstufe. Und der Islam hat uns gesagt, dass wir jedem Menschen seinen Platz geben sollen, der ihm zusteht. So wie überliefert wird zu Aisha radiallahu ta'ala anha, dass sie sagte, der Prophet alayhi salatu wassalam hatte uns befohlen, die Leute ihrer Rangstufe nach zu behandeln. Ja? Das heißt, eine alte Person soll man ehren, eine junge Person, ein Kind, mit dem soll man barmherzig sein, ein Gelehrter, dem soll man ebenfalls seinen Respekt entgegenbringen und so weiter. So sagen wir auch, wenn die Gelehrten beispielsweise über das Küssen der Hand sprechen, ja, dann erlauben sie das in einigen Fällen. Beispielsweise dein Vater, dein Opa, dein Onkel, deine Mutter und so weiter. Oder generell ältere Leute, alte Leute, die auch gute Leute sind.
Natürlich nicht echt irgendein 80-jähriger Besoffener, dass du ihm die Hand küsst. Ja. Und ebenfalls die Leute des Wissens. Ja? Die Leute, die einem das nützliche Wissen beibringen. Und hier sagen wir, diese Leute, die Leute des Wissens, sollten Unterstützung genießen. Ja? Von allen Muslimen. Denn wir sehen das beispielsweise bei uns in Ägypten. Da gibt es diese koptischen Christen. Ja? Vielleicht haben einige von euch von denen schon gehört. Ja? Egal wo die hinkommen, die Christen, die würden fast den Boden küssen, unter dem diese Leute laufen. Obwohl das natürlich fehlgeleitete Götzendiener sind. Ja, ganz klar. Aber sie haben eine Community, die hinter ihnen steht. Genauso die Zeugen Jehovas, genauso die Scientologies, sehr, sehr viele Leute, die auf Bortel sind, jedoch werden deren Gelehrte oder ähnliches oder Prediger oder wie auch immer supportet. Wir sehen leider bei den Muslimen, bei unserer Umma, dass es Leute gibt, die auf gut Deutsch von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, von nichts irgendeine Ahnung haben und ihnen ihre Aufgabe ist, über Gelehrte schlecht zu reden, Gelehrte in den Dreck zu ziehen, vor Gelehrten zu warnen, Gelehrte als irgendetwas abzustempeln und so weiter. Ja? Dabei derjenige, der einem Allah näher bringt und der einem das islamische Wissen bringt, der sollte in jeder Lebenslage supportet werden. Natürlich nicht im Falschen, dass man sagt, er hat jetzt einen Fehler gemacht, aber dieser Fehler ist richtig, nein. Aber wie wir sagen, es gibt ein Sprichwort, ein weises Sprichwort im Arabischen, das heißt in der ungefähren Übersetzung, wenn eine dir liebe Person eine schlechte Tat macht oder etwas Schlechtes macht, dann tun seine vielen, vielen guten Taten diese schlechte Tat überschatten. Das heißt, wenn wir jetzt einen Gelehrten haben, der einen Fehler gemacht hat oder zwei Fehler, aber uns 1000 Meseil in der Religion beigebracht hat, dann dürfen wir nicht so machen, wie die schlechten Frauen es machen, wie der Prophet ﷺ gesagt hat, die das Gute oder die Güte, die ihnen entgegengebracht wird, durch eine schlechte Tat vergessen. Wie der Prophet ﷺ gesagt hat, dass das der Grund dafür ist, dass die Frauen die meisten Höllenbewohner sind. Warum? Ihr Mann ist ihr ganzes Leben lang gut zu ihr und dann sieht sie von ihm eine schlechte Sache. Was sagt sie? Ich habe von dir nie etwas Gutes gesehen. Genauso bei den Gelehrten, die uns Allah näher gebracht haben, ja? Die Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch gelobt hat und gesagt hat, dass sie einen höheren Status haben. Diese Leute gehören unterstützt. Und wir sehen beispielsweise, wenn irgendeiner, der jetzt anfängt, Musik zu machen oder anfängt zu boxen oder ähnliches, dann hat er auf einmal 5, 6, 10 Leute hinter sich, die ihn supporten, die ihm ein Auto geben, die ihm eine Rolex schenken, die ihm Kleidung kaufen und so weiter. Ja? Die Gelehrten haben mehr Anrecht darauf, dass sie unterstützt werden. Ja? Und diejenigen, die zu Allah aufrufen, haben mehr Anrecht darauf, dass sie unterstützt werden. Ja? Es gibt Leute, zum Beispiel heute hat mir ein Bruder erzählt, es gibt einen Bruder hier in Wien, der verschiedene Unterrichte macht und so weiter und so fort und jetzt mit einem Unterricht aufhört. Warum? Weil er nicht mehr seine Unterrichte und seine Arbeit unter einen Hut bringen kann. Ja? Dieser Bruder hat im Ausland jahrelang studiert, um dann den Islam zu verbreiten und er bekommt nicht diese Unterstützung, dass er, sagen wir mal, frei sein kann und den Islam unterstützen kann oder den Islam nach vorne bringen kann. Wie gesagt, ich habe noch nie einen Priester gesehen, der irgendwo bei Edeka arbeitet. Ja? Oder wo auch immer. Oder von diesen Scientology oder von wem auch immer, von diesen Leuten, die auf Bordel sind, aber ihre Gemeinde und ihre Leute unterstützen sie. Ja? Deswegen, die Leute des Wissens haben einen gewissen Vorzug und sollten auch in gewisser Weise unterstützt werden. Und diese Leute des Wissens, die zu Allah aufrufen, das sind die Nachfolger von wem? Von den Propheten. Ja? Wie der Prophet ﷺ sagte, ich bin derjenige, der am meisten Allah fürchtet,
von euch und der, der am meisten Wissen hat. Ja? Und Musa alaihi salam war der Wissendste zu seiner Zeit. Und dann wurde ihm gesagt, es gibt einen, der wissender ist, und zwar Al-Khidr. Ja? Dann ist er extra zu ihm hingereist. Ja? Und hier kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar das Reisen oder das Anfahren, um nach Wissen zu streben. Hier sagen wir, es gibt leider Leute, die in der gleichen Stadt sind. Zum Beispiel, wir sind hier in Wien. Welcher Bezirk ist hier? 10. Bezirk? 10. Bezirk. Die sind im 5. Bezirk und jemand sagt, komm, wir fahren zum Unterricht. Die sagen, oh, soll ich jetzt noch in einen anderen Bezirk fahren? In seinem Auto mit 10 Minuten Fahrt, 20 Minuten Fahrt. Und wir sehen die früheren Gelehrten, die gereist sind, ja, um ein paar Hadithe zu haben und ein bisschen Wissen an sich zu reißen. Wie wir gerade gesagt haben, Musa alaihi salam, ja, der gewaltige Prophet, der zu den 5 größten Propheten gehört, ja, 5 gewaltigsten Propheten bei Allah, ist gereist ohne Essen, ohne nichts, um Al-Khidr zu treffen. Warum? Um von seinem Wissen zu nehmen. Und heutzutage die Leute sagen, ja, ich muss da nicht hinfahren, das ist mir zu weit, das dauert mir zu lange. Ich schaue es mir irgendwann im Internet an. Und sie schauen sich nicht mal im Internet an. Ja? Also die Leute sagen, ich werde im Internet mir dann diese Masail anschauen, ich werde das machen, ich werde jenes machen. Die meisten Leute, die schauen sich nichts an und die machen auch nichts. Ja? Hier haben wir zum Beispiel das Beispiel von einem großen Gelehrten der Muhaddithin, den fast keiner kennt. Ja? Und zwar Ibn Mende. Schon mal jemand gehört? Nein? Ganz sein bekanntes Buch, Kitab al-Tawhid von Ibn Mende. Okay? Die Gelehrten sagen über Ibn Mende, rahimahullah, dass er die islamische Welt vom Osten bis zum Westen bereist hat. Warum? Um die Hadithe zu sammeln. Und wenn du das Buch, beispielsweise Kitab al-Tawhid von Ibn Mende, aufmachst, ungefähr alle Hadithe, die in der Aqida notwendig sind, sind in dem Buch drin. Ja? Zum Beispiel einen Hadith, den findest du nur bei Muslim und bei Ibn Mande. Einen Hadith, den findest du nur bei Tirmidhi und bei Ibn Mande. Einen Hadith findest du bei Tabarani und bei Ibn Mande und so weiter. Ja? Warum? Weil dieser Mann sich da die Mühe gemacht hat und von Osten nach Westen gereist ist, ja? Aber nicht in seinem klimatisierten Audi, wie ihr euch vorstellen könnt, sondern teilweise zu Fuß, auf dem Esel, auf dem Kamel, wie auch immer. Ja? Und deswegen haben diese Leute das Wissen zu schätzen gewusst und haben es aufgenommen und dann alhamdulillah nicht wieder verloren. Deswegen, man sollte nicht dieses Aufbrechen zum Wissen geringschätzen. Denn das ist auch eine Art von Dschihad. Ja? Und genauso der Prophet alaihi salatu wassalam sagte, wer einen Weg einschlägt, um dort Wissen zu erlangen, dem macht Allah subhanahu wa ta'ala somit seinen Weg zum Paradies leicht. Und wir sehen ein gutes Beispiel, Imam Ahmad, ja, der zu seinen Schiuch gereist ist, zum Beispiel bei Abd al-Razzaq al-San'ani. Wo ist er? Jemen, in San'a. Und dort jahrelang geblieben ist. Warum? Um sein Wissen, um seine Hadithe aufzusaugen und zu bekommen und so weiter. Ja, so waren eben die früheren Gelehrten. Und genauso sprechen wir nicht nur über das Anreisen, sondern auch über das Warten. Ja? Ich gebe euch ein Beispiel erstmal, weil das mit beidem zu tun hat, mit dem Anreisen und mit dem Warten. Ein guter Freund von mir, ein Sheikh auch, der die 10 Lesearten vom Koran kann, und ich habe auch auf ihn ein paar gelesen. Er hat mir erzählt, als er damals den Koran auswendig gelernt hat, ja, wie hat er das gemacht? Er ist von seinem Dorf zu dem anderen Dorf mit dem Esel geritten, ja, halbe Stunde, Stunde, wie auch immer, aber die meisten von euch, die kennen wahrscheinlich keinen Esel, ja, haben sie noch nie gesehen, außer im Zoo. Das ist nicht so gemütlich, ja, und dann ist es auch noch in den Dörfern, ja, du kennst das vielleicht, ja, wie bei uns so, da ist es matschig, ja, das ist nicht schön. Dann sagt er, ich reite hin, um eine Seite Koran zum Beispiel auf ihn zu lesen.
dann er macht vielleicht die Tür auf, sagt, heute geht es mir nicht gut, geh wieder nach Hause. Dann wieder eine Stunde zurückreiten. Ja. Das ist ganz normal. Ja, das ist gang und gäbe. Heutzutage oder hierzulande vor allem muss man die Leute locken, dass sie zu einem Dars kommen. So, ja, es gibt Dars und es gibt auch was zu essen. Es gibt Geschenke, ja, damit sie überhaupt kommen. Ja. Mir selber ist das auch schon passiert bei einem anderen Sheikh, ja, von dem ich Fiqh gelernt habe. Dass er zum Beispiel mir einen Termin ausmacht, komm um 15 Uhr zu mir und dann ich komme um 15 Uhr, ich warte erstmal auf der Treppe, ich klopfe eine halbe Stunde. Ja, ihr könnt euch vorstellen, 40, 50 Grad im Treppenhaus, ja, du klopfst, es macht keiner auf, nach halbe Stunde schreibt er oder sagt er, ja, heute kann ich doch nicht. Dann gehst du wieder nach Hause. Ja. Aber wer nicht Strapazen im Wissen, auf dem Weg zum Wissen sieht, der wird auch kein Wissen bekommen. So wie einige der Salaf sagten, لا يستطاع هذا العلم براحة الجسد. Wer kann das übersetzen? Ja, genau. Keiner erreicht das Wissen oder erlangt das Wissen mit einem relaxten Körper, sagen wir. Ja? So wie Deutschen sagen, wer schön sein will, muss leiden. Ja? Wer Wissen erlangen will, der muss leiden. Der muss sich aufrappeln, der muss dahin gehen, der muss dahin fahren, der muss da warten, wie auch immer. Genauso ebenfalls, ich rede jetzt nur von Dingen, die wirklich mir vor meinen Augen passiert sind. Und wenn du irgendeinen anderen fragst, der zum Beispiel sich mit Wissen beschäftigt hat oder ähnliches, der kann dir andere Geschichten wieder erzählen. Ein Chef von uns, ja, ein sehr guter Mann auch, von dem ich vor allem Usul gelernt habe. Der war in einer anderen Stadt und sein Unterricht war immer Freitag nach Asr. Okay, von Asr bis Maghrib oder Asr bis Isha manchmal. Damit ich den Unterricht zu Asr bekomme, muss ich direkt nach Jumma losfahren und 3-4 verschiedene Busse nehmen und so weiter, Busse, kleinen Bus, wie auch immer, damit ich zu Asr oder kurz nach Asr dort bin. Ja? Und manchmal fällt das auch einfach aus. Oder bei unserem Sheikh Mustafa Al-Adawi, genau das Gleiche. Du kommst raus von Salat al-Dhuhr, von dem Mittagsgebet, dann alle laufen raus, damit sie einen guten Platz bekommen. Dann du wartest erstmal, bevor das Tor aufgemacht wird. Der Sheikh ist noch in der Moschee, also der Platz, wo der Unterricht ist, ist in einem anderen Platz. Du wartest erstmal in der Sonne 10 Minuten, eine halbe Stunde, 20 Minuten, bis das Tor aufgemacht wird. Dann wartest du noch auf der Treppe 20 Minuten und dann wartest du in dem sozusagen Hörsaal, in dem Raum nochmal 30 Minuten Minimum. Manchmal eine Stunde, manchmal eineinhalb Stunden, bis der Sheikh kommt. Ja? Und manchmal sagt der Sheikh, heute gibt es doch keinen Unterricht. Ihm geht es heute nicht gut, er ist heute auf Reise, was auch immer. Was willst du dann machen? Ja? Und das ist tagtäglich so. Er hat jeden Tag diesen Unterricht, außer am Freitag. Ja? Also Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Manchmal fällt er komplett aus, manchmal passiert irgendwas, manchmal ist Stromausfall und so weiter. Aber was? Du musst dort warten, weil ansonsten kommst du nicht rein. Ja? Ein anderes Beispiel. Sheikh Abd al-Razzaq al-Badr in Medina. Die Leute sitzen, er hat einen Stuhl dort, einen Sessel, wo er seine Unterrichte gibt. Die Leute sitzen von Asr dort, damit sie einen guten Platz wann bekommen zu Maghrib. Ja? So ist das. Das heißt, wenn du das Wissen erlangen möchtest, dann sollst du nicht zu spät kommen zu den Unterrichten. Ja, abgesehen davon, wie respektlos das gegenüber dem Lehrer ist, aber derjenige, der bemüht ist um das Wissen, der wartet auf den Chef eine Stunde, halbe Stunde, wie auch immer. Der kommt nicht irgendwann. Ja? Hat er Hausl zu Anfang? Was? Er hat einen Sprung. Er hat einen Gerät. Hassan Magnab ist der Chef, Magnab der Chef. Das Gleiche, ja. Sag ihm, er hat auch Koran gelernt in Ägypten. Wie ihm ist das Gleiche passiert. Ja? Mal kommt der Chef nicht, mal kommt er zu spät, mal wird man geschlagen. Ja? Ja, viel. Viel. Ja? Fast jeden Tag. Ja? Aber am Ende kommt man zu was. Ja? Anders geht es eben nicht. Ja?
Die nächste Sache ist, dass man dann, wenn man das getan hat und gekommen ist und gewartet hat, das Sitzen in den Sitzungen. Hier haben wir natürlich, dass der Prophet a.s.w. sagt, dass diejenigen, die in diesen Wissenssitzungen sitzen, auf sie kommt die Ruhe herab. Und die Engel machen für sie Istighfar und so weiter. Aber wir sagen auch, dass diese Sitzungen gewisse Adab haben. Ja, gewisse Verhaltensregeln. Man sieht es manchmal leider in Unterrichten, also heute ist viel los, heute schwierig. Die Leute sitzen so da mit ausgestreckten Füßen in Richtung Qibla oder in Richtung dem Lehrer. Oder manche Leute, die liegen so auf der Seite. Ja, und es vermittelt nicht den Eindruck, dass jemand an dem interessiert ist, was da vorne gesprochen wird. Obwohl man wissen muss, dass das, was dort gesprochen ist, was ist Koran und Sunna hauptsächlich. Wie Ibn al-Qayyim sagte, das Wissen ist Koran und Sunna. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, wenn der Koran verlesen wird, dann was? Dann soll man ruhig sein und zuhören. Und was ist, wenn die Sunna verlesen wird? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten alayhi salatu wassalam. Das heißt, wenn jemand jetzt hier sitzt und sagt, der Prophet alayhi salatu wassalam sagt das und das, einen authentischen Hadith, dann sind das die Worte des Propheten alayhi salatu wassalam. Wenn einer eine Ayah rezitiert, dann sind das die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und diesen Dingen muss man einen gewissen Respekt entgegenbringen. Ja, ganz klar. Das gleiche auch beim Fragenstellen. Ja, beim Fragenstellen. Apropos, wer Fragen stellen möchte, hier bitte aufschreiben. Ja, also nicht melden, sondern einfach hier gibt es Zettel und Stifte, kann man Fragen stellen. Wenn man Fragen stellt, dann wie stellt man diese Fragen? Ja, es gibt Leute, sie reden mit dem Lehrer oder mit dem die Frage gestellt wird, als reden sie mit ihrem kleinen Bruder. Ja? Ja, Achi, wie ist das und das? Ja, das ist kein Respekt. Ja, das ist sehr respektlos. Oder generell, die Redensart. Manche Leute, ich habe das gesehen, die stellen Fragen, ja, auf eine sehr obszöne und respektlose Weise. Ja? Das gehört sich einfach nicht. Es gehört sich generell nicht, wie der Prophet a.s.w. sagte, dass es sich nicht gehört, für einen Muslim obszön zu sprechen. Ja, um auf eine gewisse Art zu sprechen. Und noch weniger gehört sich das, dass man zum Beispiel mit seinem Lehrer oder mit seinem Vater oder wie auch immer auf eine obszöne und eine respektlose Weise redet. Und hier haben wir auch, dass die Sahaba selber sich nicht immer getraut haben, alles dem Propheten a.s.w. zu fragen. Ja, obwohl er der liebste Mensch war und der Mensch, der allen das Gefühl gegeben hat, dass er sie so sehr liebt, von den Gläubigen und so weiter. Aber die Sahaba haben gesagt, wir haben uns immer gefreut, wenn ein Beduine kommt aus der Wüste. Warum? Weil der einfach drauf losfragt. O Gesandter Allahs, wie ist das und das? Ja? Und die Sahaba sitzen da und denken sich, wie kann er einfach fragen? Wie kann, ja? Aber natürlich, sie freuen sich. Warum? Weil der Prophet a.s.w. wird ihm natürlich eine Antwort geben. Und diese Antwort, davon werden die profitieren. Ja? Und genauso war das mit Ibn Abbas und Umar ibn Khattab radiallahu anhuma. Ja? Dass er ihn eine sehr lange Zeit eine Frage stellen wollte, aber gesagt hat, ich habe mich nicht getraut. Ja? Bis wir irgendwann mal nach Monaten, nach Jahren zusammen auf einer Reise waren, da hat er gefragt, Umar ibn Khattab, wie ist das mit dieser und dieser Sache? Ich wollte dich schon lange fragen, aber ich habe mich nicht getraut. Ja? Obwohl das beides Sahaba sind. Warum? Aus Respekt vor Älteren, aus Respekt vor Lehrern und so weiter. Ja? Und dann kommen Leute
und stellen Fragen auf so eine Art und Weise. Ja, obszön und in deinem nicht guten dialogischen Level und so weiter. Ja, und ich denke, alle verstehen, was gemeint ist. Genau. Genauso sagen wir, dass es beim Wissen extrem wichtig ist, dass man die Sachen wiederholt und auswendig lernt. Manche Schüler gehen sogar so weit, die sagen, lieber soll man dreimal dasselbe Buch lernen, als drei verschiedene Bücher. Warum? Damit man wenigstens das eine Buch richtig drin hat. Ja? Und nicht das und das und das Buch ein bisschen kennt und ein bisschen verwechselt und so weiter. Ja? Und natürlich, wenn man dazu in der Lage ist, soll man auch auswendig lernen. Ja? So wie es heißt, وَحْفَظْ فَإِنَّ كُلَّ حَافِظٍ إِمَامٌ. Also lerne auswendig, denn jeder, der auswendig kann, ist ein Imam. Und das ist natürlich nicht in jeder Situation. Es gibt auch Leute, die können auswendig, aber die haben ein falsches Verständnis. Oder die können auswendig und die handeln nicht danach. Aber der Ausschluss ist, dass es sehr wichtig ist, dass man das Wissen auswendig lernt. Ja? Und immer wieder nachholt. Und es ist nicht richtig, dass weil man ein Buch gelesen hat oder zwei Bücher gelesen hat oder ähnliches, dass man sich dann selber eine zu hohe Stellung gibt, was man denkt, ich habe alles verstanden, ich brauche nicht mehr nachfragen und so weiter. Denn wir sagen, in Deutschland gibt es keine Gelehrten oder im deutschsprachigen Raum gibt es keine Gelehrten. Es gibt vielleicht Studenten des Wissens. Und das normale Volk, sie fragen wen? Sie fragen die Studenten des Wissens. Aber warum heißen diese Studenten des Wissens? Weil sie das Wissen studieren, nicht weil sie das Wissen haben. Das heißt, diese Leute, diese Tulab al-Ilm, die eine vielleicht höhere Stufe haben im Wissen, was machen sie? Sie studieren das Wissen. Sie sind immer noch auch in der Form, dass sie nachfragen. Ja? Und deswegen, wenn man nicht mal sich selber wirklich als Student des Wissens zählt, ja, wieso zählt man sich dann als eine Person, die nicht mehr nachfragen muss? Obwohl die Studenten immer Rücksprache mit ihren Gelehrten halten. Und immer, wenn sie irgendeine Frage haben, nachfragen. Ja? Und die Gelehrten selber. Sogar die Gelehrten selber tun gegenseitig sich um Rat fragen. Und tun auch ihre Schüler um Rat fragen. Das passiert fast jede Woche, dass beispielsweise Sheikh Mustafa, er sitzt in einer Sitzung mit seinen Schülern und er fragt, ja, meine lieben Geschwister, diese und diese Mas'ala, wer hat dazu was? Was ist eure Meinung dazu? Und so weiter. Ja? Und das sind große Gelehrte. Das heißt, man darf niemals sich nur auf sein Buch und auf sein Verständnis verlassen und sagen, okay, ich habe jetzt das und das gelernt, ich brauche nicht mehr nachfragen. Wenn man sagt, ich habe eine gewisse Stufe erreicht, dass ich gewisse Sachen selber lesen kann, selber lernen kann, okay, aber mit Rücksprache mit einem Lehrer. Ja, verständlich? Genau. Und hier haben wir beispielsweise einen Imam, jetzt noch zu der Sache mit dem Hafs, mit dem Auswendiglernen, und zwar Imam al-Bukhari. Ja? Und wer war Imam al-Bukhari? Muhammad ibn Ismail al-Bukhari war der Erste, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein Buch zu machen, mit was nur Sahih-Hadithe hat. Ja? Und es wird gesagt, dass er, bevor er jeden Hadith geschrieben hat, oder bevor er die Hadith aufgeschrieben hat, jedes Mal Russel genommen hat. Ja, warum? Aus Respekt vor was? Vor dem Wissen. Weil er weiß, dass das, was er schreibt, sind Worte von Allah, Worte von seinem Gesandten, und Worte von den Sahaba und den Salaf und so weiter. Ja? Und es war so, um euch zu zeigen, zu was ein menschliches Gehirn in der Lage ist, wenn man sich eben mit dem Wissen beschäftigt. Imam al-Bukhari kam in eine Stadt, ja, und die Leute dort dachten, er ist vielleicht alt geworden, hat Alzheimer bekommen, erinnert sich nicht mehr und so weiter, sein Erinnerungsvermögen ist schwächer geworden, hin und her. Was haben diese Leute also gemacht? Sie haben gesagt, okay, wir testen ihn. Ja? Und ihr wisst, ein Hadith besteht aus zwei Sachen. Aus einem Sanad, einer Überlieferungskette, und einem Metten, dem Inhalt. Okay? Was haben also diese Leute gemacht? Sie sind hergegangen und das 10 Leute,
haben sich jeweils 10 Hadithe ausgesucht und haben das vertauscht. Ja? Dieser Metten, also dieser Inhalt mit dieser Überlieferungskette. Und dieser Inhalt mit dieser Überlieferungskette und so weiter. Und dann saß Imam Bukhari in der Moschee und sie haben angefangen. Ja? Ja, Imam, können wir dir ein paar Fragen stellen? Was ist mit diesem Hadith, in diesem Hadith? Und haben diese was? Diese vermischten, diese falschen Hadithe vorgelesen. Ja? Verständlich diese Sache, was da passiert ist? Die Imam al-Bukhari sitzt da. Erster Hadith, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Zweiter, dritter, bis alle 100 vorbei waren. Und die Leute, die nicht eingeweiht waren in diese Sache, denken sich, das ist also dieser große Imam, dieser Hafiz, der alles kennt und der sagt zu 100 Hadithen keinen einzigen, er kennt den. Ja? Versteht ihr die Situation? Könnt ihr euch das vorstellen? Aber dann hat die Imam al-Bukhari angefangen. Hat gesagt, du, also der Erste, du hast gesagt, so und so, dieser Inhalt mit diesen Überlieferungskette. Eigentlich wäre das richtig so. Und den Zweiten, was du gesagt hast, so und so, eigentlich wäre das Richtige so. Und so weiter. Und hat alle 100, die falsch sind, also nicht die er früher schon mal auswendig kannte, die falsch sind, die er nur einmal gehört hat, hat er alle auswendig gelernt oder sich erinnert und die wieder richtig gedreht und wiedergegeben, du hast das gesagt, du hast das gesagt, du hast das gesagt. Ja, das waren die Gelehrten. Das waren diejenigen, die sich auf den Weg von Allah abgemüht haben im Wissen. Ja, das waren diejenigen, die die Dunya für die Akhirah verkauft haben. Ja, das waren diejenigen, die alles Mögliche gegessen haben und die alles Mögliche getan haben auf dem Weg zum Wissen. Ja, diejenigen, die Kilometer, hunderte Kilometer, tausende Kilometer zu Fuß oder auf dem Esel gereist sind, warum? Um Wissen zu erlangen. Ja, auf jeden Fall, das nächste, wenn man also das Wissen erlangt hat und auswendig gelernt hat und so weiter, was ist dann das Wichtige? Dass man danach handelt. Ja, denn wie die Gelehrten sagen, das Wissen, das dir nicht mehr Gottesfurcht gibt, ja, also nicht mehr Taten und Handeln und so weiter, das ist nichts wert. Und so wie wir sagen, die Juden, die hatten auch Wissen, aber die haben nicht danach gehandelt. Ja? Deswegen wurden sie wie Esel, also ein Beispiel wie Esel, die, wie sagen wir auf Deutsch, Yahmilu Asfara, die Bücher tragen. Ja. Auf jeden Fall, die dieses Wissen ohne Inhalt, ohne Taten auf ihrem Rücken tragen. Ja? Die Rabis, oder? Beispielsweise die Rabis oder andere. Ja. Generell. Allah sagt, und das ist der Asl, dass diejenigen, die Allah am meisten fürchten, sind die Wissenden, sind die Gelehrten. Das ist der Asl. Deswegen sagen die Gelehrten, wem das Wissen, das er lernt, nicht mehr Khashya gibt, nicht mehr Furcht vor Allah, nicht mehr Taten, dessen Wissen ist sozusagen nichts wert. Also ist das Erste, dass man damit handelt. Oder danach handelt, Entschuldigung. Und genauso sagen wir, dass wenn einer Wissen hat und nicht danach handelt, was ist das? Das ist am jüngsten Tag ein Argument gegen ihn. Ja? Der Unwissende kann entschuldigt sein. Aber der Wissende, der sagt, okay, ich weiß, dass das haram ist, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja? Der hat am jüngsten Tag keine Ausrede für diese Tat. Ja? Verständlich? Und hier sagen wir, das ist auch wichtig, und das ist auch eine Antwort auf die extremen Übertreiber der Murji'a. Ja, weil die haben gesagt, dass alleinige Wissen reicht, um ein Gläubiger zu sein. Ohne Aussage und ohne Taten. Natürlich, wir sagen, der Imam bei Ahl Sunnah ist Aussage und Tat. Und er hatte Fahrt im Herzen. Ja, aber die haben gesagt, wenn man weiß, dass Allah der einzige Herr ist und so weiter, auch wenn man das nicht mal sagt und nicht danach handelt, dann ist man ein Gläubiger. Ja. Diese Leute haben natürlich eine katastrophale Aqida. Warum? Weil nach deren Aussage ist sogar wer ein Gläubiger? Pharaon, Iblis. Ja? Und diese ganzen, die was? Die wissen, dass Allah sie erschaffen hat in Wahrheit. Aber die nichts dafür getan haben. Ja? Diese Leute sind in deren Augen Gläubige. Das ist natürlich falsch. Das heißt, wir sagen, wir brauchen das Wissen und wir brauchen die Aussage dazu und wir brauchen auch die Taten. Ja? Denn nach Konsens der Gelehrten, wer überhaupt keine Taten macht, ist kein Muslim. Ja?
Natürlich, wenn man manche Taten macht und manche nicht, dann ist das ein Muslim, klar. Aber wenn jemand überhaupt nichts macht, kein Dhikr, kein Gebet, kein Fasten, überhaupt nichts, dann ist er mit Konsens kein Muslim mehr. Ja? Die nächste Sache ist die Dauer. Ja? Du hast jetzt das Wissen, Alhamdulillah, du hast es auswendig gelernt, du hast dich abgemüht, um das Wissen zu bekommen und so weiter. Und du handelst auch danach. Was ist das Nächste? Du machst Dauer. Du erklärst das neuen Brüdern. Zum Beispiel, du hast jetzt gelernt, ganz simples Beispiel, wie man richtig Wudu macht. Dann kommt ein neuer Bruder in die Moschee, dann erklärst du ihm das. Ja? Das heißt, Erklärung ist nicht immer nur was für große Gelehrten. Sondern der Prophet a.s.w. sagte, Belligu anni walau aya. Also ruft zu mir auf oder ruft meine Botschaft, verbreitet meine Botschaft, auch wenn es nur eine Aya ist. Ja? Es gibt Themen, da sollten nur diejenigen darüber sprechen, die einen gewissen Wissensstand haben. Und es gibt Themen, wie beispielsweise das Wudu, wo derjenige, der das gelernt hat und die Mas'ala, diese Frage, diese Sache, richtig verstanden hat, dass es sie natürlich auch weitergibt. Ja? Zum Beispiel, er weiß jetzt, okay, das und das und das und das, das sind die Säulen vom Wudu. Und die anderen Sachen sind zum Beispiel Sunna und so weiter. Dann kann er das jemand beibringen. Dann kommt eine Gegenfrage, ich habe aber das und das vergessen. Dann ist kein Problem, dass er sagt, Allahu Akbar, ich weiß es nicht. Ich will dir nur beibringen, was ich weiß, so und so und so machst du Wudu. Du hast jetzt das und das vergessen oder aus Versehen falsch rum gemacht oder ähnliches, das ist eine Sache, die ich nicht weiß. Und wenn er sie natürlich weiß und gelernt hat, dann kann er das weitergeben, was er weiß und gelernt hat. Aber wenn nicht, dann gibt er nur was weiter? Nur das weiter, was er gelernt hat. Und genauso sagen wir auch, wenn er beispielsweise die arabische Sprache gelernt hat, in Unterrichten oder von zu Hause aus oder wie auch immer, dann kann er das für die Dauer einsetzen. Im Übersetzen von Unterrichten, Übersetzen von Büchern, Übersetzen von Aussagen der Gelehrten und so weiter. Und es gibt Geschwister, die sind keine Araber, ja, die haben sich das Arabisch mit Online-Unterrichten und so weiter beigebracht. Und das sind in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum die aktivsten, was Videos von Gelehrten und was Aussagen von Gelehrten geht, im Übersetzen. Ja? Deswegen, wenn man in irgendeiner Sache die Religion von Allah unterstützen kann und Dawah machen kann, dann soll man das natürlich tun. Aber wir haben auch andere Sachen in der Dawah. Und zwar, wir haben die Grundregel, لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ. Jede Situation hat eine richtige Aussage oder hat die richtigen Worte. Wir haben die Aussage von Ali radiallahu ta'ala anhu, dass er sagte, sagt den Leuten etwas, was sie kennen. Oder wollt ihr etwa, dass Allah und sein Gesandter der Lüge bezichtigt wird? Ja? Und wir haben die Aussage von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dass er gesagt hat, ich habe den Leuten nur mein halbes Wissen erzählt. Ja? Hätte ich die andere Hälfte erzählt, was wäre passiert? Hä? Nein, nicht was war's. Was sagt er? Dann hätten die meinen Kopf abgeschlagen. Ja? Das heißt, jede Situation hat bestimmte Themen, über die man spricht. Hat bestimmte Sachen, die man anspricht und bestimmtes Wissen, was man weitergibt. Ja? Zum Beispiel, du bist mit Leuten, die neu praktizierend sind, du brauchst mit ihnen nicht über, sagen wir mal, sehr verzwickte Themen reden, die sie von dem Praktizieren abschrecken beispielsweise. Ja? Und mit anderen Leuten, wo du denkst, die haben einen sehr hohen Wissensstand, dem brauchst du nicht sagen, wie viele Gebete gibt es am Tag. Beispielsweise, ja. Das heißt, jedes Volk, jede Gruppe, jede Art von Mensch wird mit dem angesprochen, was sie sozusagen anspricht und von dem sie profitiert. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und erinnere, wann auch immer das Gedenken oder das Erinnern nützlich ist. Ja? Verdecke in der Fahrt in Dikram. Das hat natürlich mehrere Tafsir der Gelehrten, aber hier bei diesem Tafsir, oder einer von den Tafsir ist, dass man dann erinnert oder gedenkt, die Leute zu dieser Sache aufruft, wenn man denkt, dass es Nutzen hat. Ja? Also ich denke mir jetzt,
Wenn ich jetzt dieser Person sage, Bruder, Rauchen ist haram, das und das, dann wird er das annehmen. Aber wenn ich denke, wenn ich ihm jetzt in dieser Situation das sage, dann wird er die Religion beleidigen und dann wird er seine Flasche nach mir schmeißen und so weiter, dann mache ich das nicht. Ja? Das heißt, jede Situation hat die passenden Worte und hat das Passende, was man erzählt oder eben auch nicht erzählt. Und das nächste ist, und natürlich diese Stufen hat auch Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab so aufgezählt, aber die haben jetzt da dazu gepasst. Also das Handeln nach, das Dauer und was kommt danach? Sabr. Was? Sabr, die Geduld. Denn jeder, der in der Dauer aktiv ist, braucht Geduld. Vom Propheten a.s.w., der mit den Steinen beschmissen wurde, der der Lüge bezichtigt wurde, der dessen Frau der Sünde bezichtigt wurde und so weiter. Ja? Über alle anderen. Über Ibrahim a.s., der zu seinem Vater gesagt hat, folge mir, zu mir ist das Wissen gekommen und so weiter. Was war die Antwort auf dieses Wissen, was er jetzt hat? Was war die Antwort? Wer weiß es? Wirst du gesteinigt. Wenn du nicht aufhörst mit dem, was du sagst, mit diesem Wissen, ja, was passiert, du wirst gesteinigt. Aber wie ist es am jüngsten Tag? Am jüngsten Tag wird der Vater von Ibrahim sagen, heute werde ich dir nicht ungehorsam sein. Aber da ist es zu spät. Ja? Und so haben wir die vielen Beispiele, ja, dass dieses Wissen, was man jetzt erlangt hat, dass man da unter Umständen oder höchstwahrscheinlich oder fast sicher geprüft wird. Denn wie wir sagen, der Islam hat unbekannt angefangen und er wird unbekannt aufhören. Das heißt, ich habe jetzt das Wissen bekommen, dass ich mir nicht den Bart rasieren darf, dass das haram ist, ja, nach allen vier Rechtsschulen. Oder dass ich nicht Frauen die Hand geben darf, beispielsweise. Ja. Was ist dann? Dann bin ich bei mir zu Hause und dann werde ich vielleicht von meinen Eltern bekämpft, von Familie bekämpft und so weiter. Warum? Durch dieses Wissen, was du jetzt erlangt hast. Ja? Wie du gibst deiner Cousine nicht die Hand? Wie du machst deinen Bart nicht mehr? Und so weiter. Ja? Durch was? Durch dieses Wissen. Ja? Aber dieses Wissen über die Religion ist wichtig. Und dieses Wissen über die Religion ist die Wahrheit. Ja? Aber, wie wir gesagt haben, und wie es auch bei den Propheten war und bei den früheren Gelehrten und so weiter, es kann die Prüfung kommen. Und das Allerwichtigste und das Letzte ist, warum dieses Wissen? Dieses Wissen ist eine Sache, die mit Ikhlas zu tun hat. Ja, dieses Wissen muss man für Allah lernen. Warum? Denn wir haben den Hadith vom Propheten a.s.w., dass zu den Leuten oder die drei ersten Personengruppen, mit denen das Höllenfeuer angezündet wird, sind drei. Ja? Einer davon ist derjenige, der das Wissen erlernt hat und gelehrt hat. Aber warum? Er hat es nicht für Allah getan. Ja? Das ist einer der ersten, mit denen das Höllenfeuer angezündet wird. Ja? Und der Prophet ﷺ sagt, die Taten sind entsprechend der Absichten. Und das gilt in jeder Sache. Und damit jede Tat angenommen wird, hat es zwei Bedingungen. Einmal den Ikhlas und einmal den Ittiba. Also dass du die Sachen mit Ikhlas machst, mit Aufrichtigkeit für Allah, nicht für jemand anders. Und dass du es auf dem richtigen Weg machst, wie der Prophet a.s.w. und wer ihm gefolgt ist. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Das war der kurze Unterricht über einige Dinge im Wissen. Wenn irgendjemand eine Frage hat oder ähnliches, dann kann er die hier stellen. Und wir haben auch ein paar Fragen schon bekommen. Ja.